Wir lassen das auch haben. Ich kann, was macht das hier? Achso, das geht runter. Es geht nach unten. Warum das nicht? Weiß ich, ich gehe nach oben. Halt dich mal fest, ich guck mal, ob ich dich hinbringen kann. Okay, höher geht nicht. Das ist so ein bisschen nutzlos, ne? Ja. Aber man kann schön schwingen hier. Ui. So, kannst du einen Magneten hoben? Nee. Das ist ziemlich. Gut, kannst du suchen. Nee, das ist viel zu hoch. Aber wofür ist denn das dann gut? Brauchen wir das Ding irgendwo? Ah, Moment, ich habe eine Idee. Wir brauchen das Ding hier. Na, dann nehmen wir das Ding. Soll das sein Heuballen? Was? Keine Ahnung. Und dann stellen wir dann da mal hin. Also, wir stellen es hin. Wir stellen es nicht hin. Wir stellen das da mal hin. Wir stellen uns dann da drauf. Vielleicht stellen wir uns da nicht drauf. Okay. Oh, jetzt habe ich verstanden. Ich muss das wieder aufmachen. Und das muss da, glaube ich, herein. Nein, du musst das wieder aufmachen. Mach das wieder auf. Okay. Und jetzt? Hilfe! Geh mal weg da! Das da muss da rein. So, jetzt! Ich komm hier nicht raus! Bleib mal so! Ja! Jetzt kann ich nicht wieder drauf. Au! Oh Gott. Ja, und jetzt komme ich doch perfekt hoch, wie ich deinen Kopf zerdrückt habe. Ja. Jetzt habe ich plötzlich Musik. Ich glaube, sie ist viel zu laut. Ich habe auch gerade laute Musik, ja. Nee, es scheint sogar halbwegs zu passen. Okay. Aber es geht auch ohne meinen Kopf. Nee, das ist. Ja, okay, jetzt kann festhalten. Ich das. Nein, das war zu weit. So, so ist glaube ich gut. Und jetzt muss ich das. Hilfe! Oh. Ich war zu übereifrig und bin hinten runter. Jetzt muss ich das drehen. Und dann habe ich wieder ein Zahnrad. Ja. Was mache ich mit dem Zahnrad? Gib her, ich weiß, wo es hinkommt. Achso, du hast ja da. So, da. Ich habe hier Puzzlestück. Sieht komisch aus. Könnte ein Zahnrad sein. Ich würde ja am X fragen, aber erstens sind seine Auskünfte nutze und zweitens geht er immer gleich wieder. Er schreibt so zwei, drei Sätze und dann geht er wieder. Behauptet, er wäre da gewesen. Ja. So, nun liegt eine Palette. So. Er funkt, wenn du das reinsteckst. Warte mal kurz. Guck mal dein Zahnrad an. Nein, nein, guck das mal an. Mach mal da auf. Erkenne den Fehler. Irgendwas stimmt hier nicht so ganz, oder? Ja, wieso? Ja, wie sie das linke dreht und das rechte einfach steht. Bei mir drehen sich beide. Ach so, bei mir steht das rechte. Okay. Hey, dann hast du da einen Bug. Ja, wird nur serverseitig animiert. Und müssen wir da rein? Sind wir da richtig? Ist das hier eine U-Bahn oder was? Ja, Deutsche Bahn. Das sollte meine werden, vielleicht. Das ist Stuttgart 21. Ist noch nicht ganz fertig. Geht's da noch weiter? Na, ich glaube nicht. So kann man schon wieder speichern bei mir. Na, ich bin hier weitergelaufen. Achso, deswegen. Ach, da ist es, der Checkpoint natürlich. Ach du Scheiße, was ist denn das hier alles? Das sieht aus wie Strom. Wir könnten es auf die Schienen legen. Okay, wir brauchen blau und rot. Das macht er doch mal auf. Da geht Ach, da auf. Kommt man oben rein. Das Dach ist kaputt. Ah, da kommt man auch. Kommt man hier auch oben rein?
Du guckst mal in das Haus, ich gucke in das Gebäude da. Also das geht wahrscheinlich nicht, ne? Nee, da brauchen wir dann den Strom für, nehme ich an. Oder kann man durch das Glas da? Nein, das war die falsche. Okay. Krieg aber den Ton nicht auf. Hast du was zum Kaputtschlagen da drin? Vielleicht kann man es kaputt schlagen. Mach kaputt, was dich blockiert. Hier sind so komische Hebel. Ja, ein Hebel doch mal. Muss die Hebelkraft nutzen. Riesige Sandkraft, wenn du mit Hebel schaffst. Ja, das könnte. Ja, das reicht nicht. Riesig ist deine Kraft, wenn du mit der Verlängerung schaffst. Ich sehe nichts. Komm ich? Okay. Ah, ich bin oben. Sehr gut. Gleich mit Anlauf, mal gucken. So, ich habe eine Glasscheibe, aber die geht scheinbar nicht kaputt. Nee, okay. Okay, dann haben wir noch ein Gitter. Oder? Nee. Was machst du denn da drin so lang? Ich habe zwischenzeitlich eine Glasscheibe angeguckt. Also hier ist so ein Brett davor. Eigentlich würde ich denken, dass ich das rauskriege, aber. Der Fino denkt schon wieder. Das geht irgendwie nicht. Kannst du auch mal reinkommen. Vielleicht kriegst du das hin. Davor? Ja, es ist. In der Tat, das hakt ein bisschen. Moment, das ist das falsche Brett. Ist das überhaupt ein Brett oder ist das ein Stück Metall, das da drin? Ja, ich weiß nicht. Ich hab's auch nicht gekriegt. Und dann habe ich halt versucht, den hier dagegen zu fahren. Da musst du ein bisschen. Ne, das bisschen fest. So. Easy. Siehst du, muss ein bisschen springen mit dem Ding. Springen. Ja, nur weil ich mit dem Ding kam. Alter, dann haben wir einmal rot, einmal blau und dann brauchen wir Stecker. Ja, ist easy. Und dann können wir, glaube ich, die Glasscheibe damit kaputt machen und dann kommen wir da oben rein. Easy. Fahr mal raus, das Teil. So, nein. Ja. Ach, eben hatte ich doch beide. Ja, dann nehme ich alles eins. Auch gut. Ich nehme das grüne Kabel. Das ist blau. Ja, aber wir sind ja farbenblind. Passt doch mal ein bisschen auf. Also, dann nehme ich das gelbe Kabel. Jetzt wirst du albern. Das muss da rein. So. Ich habe hier. Gekusch. Da steck ich schon. Nein, das ist mein Loch. Such dir dein eigenes. Es reicht nicht. Ach, den Wagen wird zu weit gefahren. Ich habe außerdem mit dem Fuß so. Hallo? Passt nicht. Doch jetzt. Und du? Keine Ahnung, hat das irgendwo einen Feuerknopf? Dachte, man müsste das vielleicht abfeuern? Oder muss ich damit auf die Tür ziehen? Weil die Dinger kann jetzt nur hoch und runter. So, dann bleibt. Die Tür, das Gitter? Ich bin mir nicht sicher.
Dreh mal ganz nach rechts. Allerdings geht nicht, was? Nee, das macht nur hoch und runter. Lass mal aufhören, das nach oben. Verstell der Idiot das wieder. Verpiss dich. Ich stell hier ein. Jetzt geht's nicht mehr runter. Hast du das Kabel rausgezogen, oder? Nee, hey. Nee. Es geht nicht mehr runter. Andere Seite? Ja, also. Das ist nicht. Egal. Nee, irgendwie. Es muss irgendwo hin, ich meine. Naja, schon klar. Oder fehlt ein Hebel zum Schießen oder so? Ist da drin noch irgendein Knopf? Und zwei Stahlkisten. Oh, warte mal. Nein. Ach so, ja. Das könnte sein. Also nein, gehst du hoch, bleibt da oben da. Neben. Bin runtergefallen. Macht das irgendwas? So ist das da dran stecken, nicht durch die Gegend werfen. Genauso inkompetent wie ich. Ich nehme die andere, komm. Jetzt hab ich's. Aha. So, und jetzt? Komm. Jetzt können wir aber trotzdem. Ja. Jetzt können wir trotzdem noch nicht schießen. Vielleicht, wenn wir irgendwo hin. Ja. Jetzt müssten wir irgendwie Strom abmachen. Wir machen einfach mal ab und gucken, was passiert. Ja, normalerweise dürfte es nicht funktionieren. Na, okay. Machen wir noch mal eins ab. Gut. Es okay. Hat nichts bewirkt. Hä? Hä? Das, was? Das bewegt sich immer noch. Hä? Wofür haben wir das Strom jetzt angeschlossen? Wenn das nicht sowieso? Bewegen konnte man das vorher schon. Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, der Strom ist für einen Magneten. Damit der Magnet funktioniert. Bewegen konnte man es ja vorher schon. Ja, aber das magnetisiert ja immer noch. Also... Ja, ja. Aber wie feuert man das Ding ab jetzt hier? Wo man dann rütteln. Oh. Boah, keine Ahnung. Das muss ja einen Weg geben. Ja. Was passiert denn, wenn wir das andersrum anschließen? Also. Ach so, ja, vielleicht. Abstoß, nicht. Ne? Ja. Also jetzt haben wir hier anziehend. Ja. Nein. Die Kabel sind ja ganz schön fest drin, nur. Muss man ganz schön ziehen. Ja. Nein, vorsichtig. Vorsichtig. Jetzt steckt ihn da. Ach, scheiße. Das geht so jetzt nicht, Junge. Sind wir bei der Muppet Show oder was? Jetzt! Na, ah, also. Tatsächlich. Abstoßend. Wahrscheinlich muss das einmal anschalten, dann wieder anziehen und danach muss man. Ja, macht ein bisschen Sinn. Naja, nicht so wirklich, aber okay. Ja. Begrenzten Maße. Jetzt muss ich wieder darüber springen. Aber diesmal habe ich schon Übung, deswegen geht das so einfach. Hm? Das war ganz einfach. Ach, scheiße. Ah, Checkpoint haben wir schon, ja, mal. Ich habe hier die Kiste. Jetzt schon. Ganz schön dickes Glas. Ne? Oh, geil, ein Hut. Ach, komm mal her, du. Ja, ich kann mir den nicht so nicht selbst aufsetzen. Jetzt komm doch mal her und lass dich denn aussetzen. Da, ach. Das geht ja sowieso nicht. Fällt das sowieso runter. So, was machst du? Ich meine, vielleicht wird's gehen, aber.
Ach, da oben ist ein Magnet. Ja. Okay, der ist jetzt schon ganz links. Ne, jetzt ist er ganz links. Das geht, glaube ich, nicht. Nein, es geht nicht. Die Kiste. Dann ist das nicht mehr. Liegt die Kiste überhaupt noch da? Oder hast du die runtergeworfen? Die Kiste. Okay, was müssen wir mit diesem Magneten hier wieder machen? Na, ich glaube nicht, dass wir die Kiste mit hier hinnehmen. Dicke. Die Kiste liegt hier nicht mehr. Halt. Na, hoch mit dem scheiß Hebel, Junge. Oh, die Kiste ist oben. Okay, alles gut. Ich weiß nicht genau, was mir das bringt. Ach, da oben. Ja, was bringt mir das? Also ich kann sie jetzt den Magneten ausmachen. Keine Ahnung. Die Kiste runter. Wenn ich wieder anmache, ist die Kiste sofort wieder oben. Okay, das sieht aus, als könnte man hier was einhängen. Ich glaube auch schon zu wissen, was man da einhängen kann. Ja, was denn? Das Ding hier. Meinst du? Kann mir nicht verstehen. Was ist da sonst noch? Warst du da hinten schon? Nix weiter. Sicher? Ja. Okay. Das Ding hängt jetzt da oben. Soll ich sie da ausmachen, Magneten? Ja, wäre vielleicht clever. Da ist ein Loch noch, okay. Ja, aber ich glaube, da passen wir nicht durch. Nee. Man muss das da einhängen, dann kann es nicht ganz nach oben, genau. So, da ist noch ein Knopf, den haben wir noch nicht gedrückt. Ich drück mal. So, Tür ist offen. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber die Tür ist offen. Sollst das fangen? halt, nicht die Tür zu machen. Jetzt habe ich Angst alleine. Ganz schön schwer, du. Du hast es schon halb eingehängt hier, aber das ist falsch. Häng das mal wieder aus. So, ich nehme mal den Haken, ich stelle mich mal rein. Ich gehe mal wieder raus aus dem Ring. Sehr gut, wo hängt man diesen Ring denn ein? Ja. Der Ring muss dann da rein. Genau. Wir sind zum Glück Experten am Werk. Da sitzt jeder Handgriff, du. Da hat den Ring hier runtergelegt. Was soll denn das? Naja, dann machst du den als. Dann mache ich den Ring. Der muss nämlich da rein. Da rein muss er. Da rein. Sehr gut. So, jetzt müssen wir noch den letzten Ring von da unten rausbekommen. Oder brauchen wir alle drei? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Okay. So, zieh mal. Also den Ring da raus. Ach du Scheiße. Hab ich ihn? Weiß ich nicht so genau, nein. Jetzt hast du ihn. Okay. Ich hab das gerade nicht genau gesehen, weil ich Ego-Ansicht hatte. Irgendwie. Ja, man wird so ein bisschen gedrückt, ne? So, sitzt der Magnet gut? Ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen vor. Vor.